Es ist ein Let's Play und Let's Show irgendwie kombiniert. Aber dich brauche ich nicht so. Let's Rock the Night. Das sind ein paar Gräber. So. Das ist Level 2,9 und ich muss bis Level 2,10 werde ich glaube ich spielen. Weil dann fangen die Pool-Levels an und da will ich wieder ausgeruht sein, damit ich wieder irgendwas zum Reden habe. Ein Zombie da, gut. Warum will ich so ein Gehirn? Irgendwie finde ich, ein weiblicher Zombie wäre mal ganz nett, dann hätte er ein bisschen längere Haare und auch andere Sachen, aber auf die will ich jetzt nicht eingehen. Und ja, einfach ein weiblicher Zombie wäre ganz interessant. Immer müssen die männlichen hier halten und die Frauen von den Zombies sitzen daheim und tun wahrscheinlich kochen. Aber zum Glück ist das ja bei uns nicht mehr so, weil jetzt jeder einen Job hat eigentlich. Außer ein paar Leute, die unter Brücken hausen. Wirft den Leuten lieber ein paar kleine Euros oder Cents rein, damit sie sich ein Mittagessen kaufen können oder noch besser einen Mittagsessen-Gutschein. Wer von einem Euro oder auf zwei, je nachdem, wie freundlich sie sind. Ach ja, und eine Frage an euch hätte ich noch. Was ist eure Meinung zu dem Thema ROMs? Ich bin irgendwie so zwiegespalten drüber, weil zum einen liest man, ROMs sind legal, wenn man das Originalspiel besitzt, obwohl das von den meisten eigentlich auch nicht toleriert wird, weil das eigentlich auch nicht stimmt. Weil eine ROM zu downloaden, aber nur zum Downloaden, ist illegal. Also wenn man sich selber eine ROM erstellen würde, die man irgendwie mit irgendeiner speziellen Hardware, einem DS-Kartenlesegerät zum Beispiel, sich die ROM erstellt und dann irgendwie spielt, dann wäre das noch legal oder wahrscheinlich in einer Grauzone. Aber ja. Schneller. Und also jetzt die Frage an euch, was ist eure Meinung? Sind ROMs jetzt legal oder illegal? Also schreibt das in die Kommentare oder macht mir eine PN oder was ihr bevorzugt. Oder ein Abo. Obwohl, da könnt ihr mir nicht schreiben, egal. Dummer Zombie, böser Zombie. Ja, in der Nacht jetzt werde ich vielleicht ja... Nein, der Boss gehört mit der Cherry Bomb und ich bin Atombild runtergegangen. Löscht. Kann man fast sagen. Griffbuster. Keine Ghostbusters, sondern Griffbusters. So, hopp. Dich da. So, hopp. Ach, komm, da, hopp. Gut, jupp, so. Falscher Pilz oder falscher. Au, ich kann das gerade nicht mit der Schaufel entfernen. Da. Das brauchen wir. Und jetzt fehlen nur noch drei Babypilze, damit sie zu erwachsenen, stämmigen Pilzen werden können. Und Sonnen abstoßen können vor lauter Graus. Das steht auf jeden Fall so im Almanac drin, dass sie so viel Sonne in sich haben, dass sie schon wieder rauswürgen müssen. Ja. Gut, hopp, hopp. Ja, noch ein Pilz. Oh, jetzt kommt die erste Jugendwaffe. Also nehme ich mal dich. Ja, der macht das. Und da bleibt so ein Krater und der ist unfruchtbar, also man kann nichts drauf bauen. Schaut. Hey, da kommt hier wirklich seine Trommelmusik. Also du, tschüss, Bob. So. Da. Der Goldmütze. So, 2350 Geld, das ist ganz in Ordnung. Jetzt wieder die chillige Fahrschulmusik. Das ist weg. Wieso? Oh, der lädt gleich schnell in etwa wie das oder schneller. Jetzt kann ich die Walnüsse endlich bauen. Oh, habe ich vorher auch schon gekonnt, aber egal. Gut, nehmen. Greif Pasta.
tun gilt. Weil diese Tür. Und da sieht man, die Reichweite ist mindestens bis dahin runter. Also schon relativ groß. Wenn man ihn da in der Mitte pflanzen würde, würde er so einen Radius, glaube ich, in etwa verbrauchen. Ja. So, Grabfresser. Für alle Zombies, die aus dem Gräbern steigen, sind nervig und böse. Also mehr Grabfresser für die Umwelt. Nein, nicht auffressen, sei brav, braver Zombie. Grabfresser. So, töte den Zombie. Kleiner Babypilz. Und jetzt ist das irgendwie wieder zugeschüttet worden, das Loch. Ich weiß ja nicht, ob man da drin was bauen kann. Aber ich glaube schon. Oh, Entschuldigung, war falsch. Nehme ich mal einen kleinen Pilz. Ja, kann man nichts bauen. Es ist nur schöner. Also unnötig. So, Tür zum Weg. Ach du Schande. Der Tänzer stirbt. Passt. Passt, noch ein Tänzer. Ach komm schon. Schneller Grabfresser. Ja, brav. So, hopp. Walnuss. Sehr wichtig. Das letzte Grab. Für rhythmisch, der das ist. Essen tut. Und jetzt die letzte Wave. Die letzte Wave. Okay. 3, 2, 1. Los. Geht doch. Irgendwie bringt der eine ganz andere oder bessere oder lustige Musik mit. Ich kann da jetzt noch ein Walnuss, das da so. Und beenden tun wir es mit dem Doom schon. Und wir haben eine Nachricht erhalten. Und da steht. Ja, die Musik ist auch schön. Münzen bekommen 2046. Okay, you found a note. Hello, we would like to visit for a midnight snack. How does ice cream and brain sound? Sincerely, the zombies. Ja, man merkt, sie haben eine wunderbare Rechtschreibung und sonst auch eine wunderbare Handschrift. Und zwar, hallo, wir würden dich gerne für einen Mitternachtssnack einladen. Jo. Oder besuchen, besser gesagt, nicht einladen. Wie klingen Eiscreme und Gehirne? Gezeichnet ist Zombies. Ja, Eiscreme könnt ihr haben, ich will lieber eure Gehirne, wenn ihr noch welche übrig habt für mich, aber jo. Und jetzt kommt, glaube ich, Crazy. Wow, das sind viele. Vielleicht Crazy Dave? Oh, wieder Fließband Arbeit. Ah, die Musik ist wieder besonders chillig. Chillig. Puffschrum. Du kommst daher. Du da. Du da. Du bist aufgehoben. Du frisst das Grab. Du bist aufgehoben. Du kommst auch daher. Aufheben. Also das erste geht um. So, also der Dummschrumm, also der Dummpilz oder der Bummpilz. Bummpilz hört sich ganz nett an. Du kommst daher, Fummschrumm. Ja, sie sind synchron. Wie Synchronspringer. Lass ich nicht. Oh, schlecht. Verreck, 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 verreck. Du bist unsere letzte Möglichkeit. Sei ein feiges Pflänzchen. Feiges Pflänzchen. Pilz. Alter. Ich habe ein bisschen zu viel. Wenn ich den da hinten platzieren würde, so als Nachruf, würde das mir nichts bringen. Außer einem Krater. Also sehr unnötig, aber da vorne bringt mir nicht viel, aber doch, auf jeden Fall sind sie jetzt langsamer zum Glück. Ah, Babypilz, gut, Fettpilz, da hinten, vielleicht da hinten, okay, wieder eingefroren,
Warum müssen sie eigentlich gleich aktiviert werden, das nervt. Ja, wie schon gesagt, das wird jetzt das letzte Level sein, was ich heute noch spielen werde. Ja, Griffbuster, Scarchroom da hinten hin. So. Gut. Noch eine Griffbuster. Ja, durch den Start. So, hopp. Puffschrooms. Brauchen noch mehr von denen. Da. Griffbuster. Doomschroom aufheben. Ja, Grabfresser. Ich habe schon gesagt, dass die Musik chillig ist. Ja, gab schon. Sehr oft sogar. Da. Du hast gefressen. Du bist hier nicht willkommen. Das bis rauf? Nein, geht nicht bis rauf. Schade. Aber dich könnten wir doch gut für die Armee gebrauchen. Genauso gut wie einer von euch. Hoffentlich der Türtyp. Oh, es ist nicht der Türtyp gewesen. Egal, wir haben ja noch ein Ding. Also, jetzt müsste es gehen. Verteidige uns, Schildzombie, Türschild. Also du Schildbürger. So, hopp. Maybe I have no brains, Zombies. Das war jetzt schon ein Zitat aus Epic Minecraft, einem Video von Sam Green Media, also Epic Minecraft 2, da sind auch Zombies, wie in Minecraft. Ja. In Minecraft gibt es Zombies, wer das nicht. Und jetzt kommt die erste Jugendwaffe. Und da muss ich jetzt leider wohl übel Bob so in die Luft springen. Glaube ich zumindest. Warum geht das nicht? Egal, komm Bob. Bob, 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 Bob. Grabfresser. Bob, Bob. Bob macht Boom. Oder Freund des Bobs macht Boom. Komm, wenn der vielleicht hypnotisiert wird in der Mitte. Okay, seine Freunde werden nicht hypnotisiert. Zu schade, aber vielleicht doch. Ja, er macht hypnotisierte Freunde, das ist gut. Vielleicht hätte ich sie zuerst einfrieren müssen, damit sie... Wir haben noch Hypno-Freunde da. Und sehr viele Fumschrum. Nur noch ein Grab. Gut. Schnell, Griffbuster. Wieso steht da ein Hypnoschrum? Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich. Mehr Pilze. Oh. Vielleicht ja für dich. Schneller, schneller, schneller. Reicht der Hypnoschrum. Und ach, oh, Mutzi. Okay, das zeigt nicht. Oh. Erst wenn der getötet wird. Ja, gut. Ja, jetzt arbeitet er wieder mal für uns. Also, gut. Mehr Pilze. Für den Ninja. Das ist eine ganz schöne Pilzarmee. Ich sehe fast nur lila. Oh, es ist weggegangen. Da ist jetzt auch weg. Der erste Krater. Gut. Ja, die haben eine Kriegsbemalung. Hier. Egal. So, verreckt. Ja, das ist ein großer Krater geworden. Auf dich der Hypnosturm. Beeil dich. Okay. Ja! Ich hätte mal den aufheben sollen. Schnell, 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 ich brauch. Okay, ich habe keinen Hypnosturm mehr. Nein, du kommst nicht weiter. Böser Zombie.
Ja. Als erstes Mission Nummer 1, Franz in die Luft jagen. Bob in die Luft jagen. Bob. Tschüss, Bob. Okay, Mission 2, Zombies einfrieren. Mission 3, restliche Zombies in die Luft jagen. So, und was bekomme ich? Ein Seerosenblatt. Für die Pool-Levels. Ja, das ist eins von meinen wenigsten nicht-blind-Let's Plays. Also Lilypad, lets you plant non-aquatic plants on top of it. Also lässt sich Pflanzen auf. Okay. Looks like the zombies gave up attacking your front yard. Also schaut so aus, als ob sie Zombies aufgegeben haben, deine Front anzugreifen. Meine Front. Now they are trying your backyard. Also jetzt versuchen sie es von hinten. Ja, du redest lustig, Dave. And to the top of it all, you can't even use your mushrooms. Und zerspitzt getrieben, du kannst deine Pilze nicht benutzen. Cause they will fall asleep during the day, weil sie am Tag einschlafen werden. Weil isn't this just dandy, also ist das nicht einfach blöd oder so. Ja, jetzt kommen die Pool-Levels. Das ist der Swimmingpool. Und auf den kann man halt diese Lilypads pflanzen. Was ist eine Wasserpflanze? Und auf der kann man dann normale Pflanzen draufsetzen. Und ja, das war dann mal das Let's Play von dieser Aufnahme. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, gebt ein Like, favorisiert es, schreibt etwas in die Kommentare. Oder gebt mir, das ist für mich ja das Beste, worüber ich mich am meisten freue, gebt mir ein Abo. Und dann sage ich mal ciao und bis bald. Und passt auf, dass die Zombies nicht eure Pflanzen fressen und ihr die Zombie ihre Hirne fressen. Okay, dann sage ich ciao und bis bald nochmal.